euch ganz herzlich willkommen heißen. Brüder und Schwestern, vergewissern wir uns, in wessen Namen wir versammelt sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es ist Pfingsten. Und bei heutigem Fest danken wir Gott für das Wirken seines Geistes. Wir bitten Gott, den Herrn, um den Geist der Offenheit. Offenheit auf eine gute Zukunft hin. Und dazu bereiten wir jetzt unser Herz. Du schenkst uns deinen Geist, dass wir als deine Zeuginnen und Zeugen in der Welt wirken können. Als ich 1981 zum Kursillo kam, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, um was es da geht. Umso erstaunter war ich, was ich dann dort erlebt habe. Keinen strafenden Gott, so wie er mir bisher eher vermittelt wurde, sondern einen liebenden, gütigen, barmherzigen und verzeihenden Gott. Einen liebenden Vater, eine liebende Mutter, zu dem ich jederzeit und in jeder Situation kommen kann und der mich immer wieder mit offenen Armen entgegenläuft, auch wenn ich noch so großen Mist gebaut habe. Seit mehr als 20 Jahren darf ich jetzt im Kursillo mitarbeiten. Auch ein Wirken des Heiligen Geistes, denn am Beginn habe ich mir das überhaupt nicht zugetraut. Und ich bin jedes Mal immer wieder aufs Neue fasziniert, wenn am Beginn des Kursillos eine Gruppe von zusammengewürfelten Menschen zusammenkommt
unterschiedlichster Herkunft, wo sich die wenigsten kennen. Und am Sonntagabend gehen wir dann voller Freude auseinander, so als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Mit unserem Kursangebot Vertiefungskursillo Faszination Bibel leisten wir dazu seit Jahren einen wichtigen religiösen Impuls. Der Vertiefungskursillo wird jährlich in der Fastenzeit angeboten und er gibt den Teilnehmern die Gelegenheit, sich in einer sehr herzlichen Gemeinschaft intensiver mit einem biblischen Thema zu beschäftigen, als dies sonst in unserem Alltag möglich ist. Um den Männern zu zeigen, nicht deine Tat steht für mich im Vordergrund, sondern du als Mensch. Es wird jedes Jahr ein Thema bearbeitet, weil eben auch Altkursilisters mitmachen. Und an ein Thema erinnere ich mich besonders: Schuld und Vergebung. Beim Tischgespräch fragte ich, was bedeutet eigentlich die Bibelstelle, die wir gehört haben, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich genommen hat? Damit konnten ein paar nicht viel anfangen. Einer sagte, und der anderen bestätigten seine Aussage: Für mich ist es das Wichtigste und Schönste, dass Jesus auf die unterste Stufe der Menschen heruntergekommen ist, dass er zwischen zwei Verbrechern am Kreuz hängt. Ich darf etwas mein Zeugnis von dem Kursillo machen. Ich bin ja schon ewig lang dabei. Ich habe vor 2 Jahren erst gemacht. Und dann habe ich so eine tiefe Erfahrung dort gemacht, weil ich davor einfach meine Probleme mit Religion und Rollen gehabt habe, und es ist einfach, ja, die Jugendjahre sind nicht unbedingt die einfachsten. Man wird mit so viel Zweifel konfrontiert, man wird mit so vielen Problemen konfrontiert, die einen eigentlich gar nicht, die, mit dem man sich gar nicht beschäftigen will oder sich gar nicht beschäftigen kann, weil wenn man auf einmal anfängt, ja, glaubst du an Gott in der Schule oder sonst irgendwas, sagst du deinen Vogel und sagst, was ist mit dir? Und da ist einfach dann der Kursillo, bin ganz durch Zufall einfach dazugekommen und bin dort hingefahren, hab keinen kennt. Und dann habe ich dort Leute kennengelernt, die haben einfach gesagt: Hallo, wir sind der Michi, Babsi und ja, worüber willst du reden? Ich darf euch das Seminar Entdeckungsreise Leben, Orientierung finden vorstellen. Das Seminar gibt es seit 2002, zweimal im Jahr, ist gemeinsam mit dem Bildungshaus Schloss Buchberg abgehalten und befasst sich mit dem Leben der einzelnen Teilnehmer. Das Seminar hilft, sein eigenes Ich besser kennenzulernen. Das Ziel des Seminars ist, meinen eigenen Lebensweg nachspüren, ihn bejahen und neue Perspektiven entdecken. Das und noch einiges andere, das ist Kursillo Oberösterreich, das ist auch Tage zum Innehalten. Das ist auch die ein oder andere Bergmesse, das ist der ein oder andere Pfarr- oder Regionalkursillo. Kursillo Oberösterreich, das ist auch Beziehungskursillo, Emaus-Kursillo. Manches davon sehr aktiv und manches derzeit in einer Ruhepause. Guter Gott, wir danken dir für die Mitarbeit so vieler engagierter Christen in der Pastoral der Kirche, in Pfarre, Gemeinschaften und Bewegungen. Wir bitten dich, erfülle sie täglich mit deinem Heiligen Geist und mit der Freude, an deinem Reich mitarbeiten zu dürfen. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, viele politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der Welt machen uns Angst. Die Familie als Ort der Geborgenheit scheint immer seltener zu werden. Verantwortung und Bindung sind nicht mehr in. Und viele Menschen suchen Halt und sind voller Sehnsucht. Wir bitten dich für sie und für uns alle um ein hörendes Herz, das deine Stimme aus den vielen anderen heraushört
und um den Geist der Weisheit um ihn zu folgen und entschieden gegen manchen Strom zu schwimmen. Hilf uns, Zeichen der Solidarität zu setzen und lass uns wenigstens ansatzweise aufzeigen, wie sinnerfülltes, geglücktes Leben gefunden werden kann. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, gib unseren Jugendlichen Mut und Kraft, ihre Wege zu gehen. Hilf den Erwachsenen, sie diese Wege gehen zu lassen und sie unterstützen zu können. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. In unserer Zeit werden wir täglich mit einer großen Fülle von Angeboten überhäuft. Guter Gott, schenk uns den Geist der Weisheit, damit wir deinen Willen erkennen, dass wir nach dem streben, was unseren Glauben stärkt, und das lassen, was unsere Verbindung zu dir blockiert, damit wir uns mutig und vertrauensvoll auch im Alltag zu dir bekennen. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten dich für alle, die sich in ihren Pfarren einbringen, damit der Glaube unter uns lebendig bleibt. Gib ihnen immer wieder neue Kraft und deinen Heiligen Geist für ihr Wirken. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir gedenken aller verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über den Kursilo hinaus viele Spuren der Liebe hinterlassen haben. Vor allem an Pater Josef Kaskales, der uns den Kursilio nach Österreich und nach Oberösterreich gebracht hat. Er wurde nicht müde, dran zu bleiben, um sich dem Zeichen der Zeit zu stellen. Mache uns Mut, als Zeichen der Hoffnung in unserer Gesellschaft Akzente zu setzen, die das Herz bewegen und aufhorchen lassen. Lebendiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Thank you.
Begegnung ist Wahrheit. Aletheia, der Schleier wird weggezogen, wir blicken durch, wir spüren, worum es eigentlich geht. Ich denke, all das, was in 50 Jahren gewachsen ist, wollte Ihnen die Augen öffnen für das Geheimnis des Glaubens, für das Geheimnis Ihres Lebens, für das Geheimnis Gottes. Der lateinische Wort für wahr, veritas, bedeutet aber zugleich Vertrauen. Das, was an Vertrauen gewachsen ist im Corsilio, das sollte auch bewahrt werden. Aber wie in jedem Bewahren gibt es immer auch eine Gefahr. Wir sprechen von konservativ, das ist das Positive, etwas Gutes bewahren, aber wir sprechen auch von konservieren. Und dann wird es nicht mehr wahr, sondern wird etwas Altes, was konserviert wird, was aber nicht mehr lebendig ist. Darum geht es sicher nicht. Bewahren heißt auch Tradition. Und wenn wir das Wort Tradition anschauen, kommt von tradere, überliefern. Jesus hat sich für uns überliefert. Er hat sich uns ausgeliefert. Und überliefern heißt immer hingeben. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat uns bis zur Vollendung geliebt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt er. Aus dieser Hingabe leben wir. Diese Hingabe feiern wir in jeder Eucharistie. Und ich denke, Tradition, das gute Bewahren heißt, in diesen 50 Jahren haben ganz viele Männer und Frauen sich hingegeben, ihr Herz hingegeben, ihr Herzblut hingegeben für das Anliegen des Corsilio. Wir brauchen gesunde Wurzeln. In den 50 Jahren Corsilio in Österreich sind Wurzeln gewachsen. Wurzeln des Glaubens, Wurzeln der Gemeinschaft. Wurzel ist ein wichtiges Bild. Der Baum kann nur aufblühen, wenn er gesunde Wurzeln hat. Dann hat mich meine Ordensgemeinschaft ins Ausland geschickt und Pater Christian hat dann mit Freunden, so wie wir es schon aus seiner Botschaft gehört haben, die Corsilios weitergeführt. Als ich in der Corsilio-Arbeit mitverantwortlich war, war das die Zeit des Aufbruchs nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und da ging es genau darum, zu bewahren, nicht in konservativer Weise, sondern in wohltuendem Zusammenhang der kirchlichen Gemeinschaft und Neues zu wahren. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, du bist die Kraft, die mein Herz belebt, du bist die Stimme, die mich ruft, du gibst dir Rücken hin.
Begleitet hat. Auch ihm wünschen wir weiterhin viel Kraft für seine